Herzlichen Dank für die vielen neuen Abos, die geklickt worden sind. Ich möchte alle neuen Zuseher herzlich begrüßen. Wer ebenfalls informiert bleiben möchte, bitte einfach ein Gefällt mir da lassen, ein Abo klicken und wem es nicht schnell genug gehen kann, die Glocke aktivieren. Islamistischer Terror ist ein Phänomen, das uns weltweit begleitet. Es gibt viele Regionen auf dieser Erde, die von islamistischem Terror gezeichnet sind. Ich möchte an die Sahelzone denken in diesem Zusammenhang, wo Boko Haram und der Islamische Staat eine Blutspur tagtäglich durch ganze Regionen ziehen, wo Kinder entführt, getötet und ganze Dörfer abgefackelt werden. Und diese islamistische Terrorspur ist jetzt natürlich auch im Nahen Osten ganz massiv sichtbar geworden und natürlich dann auch entsprechend Thema in allen möglichen Nachrichtensendungen. Der islamistische Terror ist aber nicht nur auf den Nahen Osten beschränkt, sondern er findet auch in islamistischen Ländern oder islamischen Ländern wie zum Beispiel Pakistan statt. Allein in Pakistan hat es in den letzten Monaten über 14 schwere Terroranschläge gegeben, die allesamt auf eine Gemeinsamkeit zusammenführen, und zwar, dass es afghanische Zuwanderer waren, die diese Terroranschläge zu verantworten hatten. Das hat natürlich eine entsprechende Reaktion zum Ergebnis, und zwar hat Pakistan vor wenigen Tagen verkündet, dass alle afghanischen Flüchtlinge ihr Aufenthaltsrecht in Pakistan verlieren und wiederum zurück in ihr Heimatland gehen müssen oder jedenfalls irgendwo anders sich dann aufhalten sollen. Das ist aus meiner Sicht eine Reaktion, die eigentlich ganz logisch und verständlich ist, denn niemand importiert sich gerne Terror ins eigene Land. Und genau deswegen kann ich solche Maßnahmen absolut nachvollziehen. Und auch wir Freiheitliche haben ja immer wieder gesagt, also Menschen, die nur ansatzweise mit Terror in Verbindung stehen, beziehungsweise solche Pläne hegen, die haben in unserem Land nichts verloren. Das heißt also im Prinzip, wenn man so möchte, kann man auch hier den Rückschluss ziehen, dass wir Freiheitliche immer gesagt haben, Terroristen müssen weg, müssen sofort ausgewiesen werden. Jetzt möchte man meinen, dass das eine normale Vorgehensweise und ein logischer Rückschluss ist, den man hier gezogen hat. Da hat man aber noch nicht mit den Dümmsten der Dummen gerechnet, nämlich mit der SPÖ Wien. Was hat die SPÖ Wien jetzt mit Terror in Pakistan zu tun? Na, ganz einfach. Die SPÖ hat im Mitte November ihren Bundesparteitag, und bei diesem Bundesparteitag gibt es natürlich auch sogenannte Leitanträge, die dort eingebracht werden können. Das ist das gute Recht verschiedener Mitglieder. Und da sind einige Anträge aufgefallen, wo man sich wirklich denkt, sind die eigentlich noch dicht. So zum Beispiel gerade im Zusammenhang mit den Afghanen gibt es einen Antrag der SPÖ Wien beim Bundesparteitag, der fordert, dass alle Afghanen sofort nach Österreich kommen können, nämlich jene, die jetzt Pakistan verlassen müssen und darüber hinaus natürlich auch andere Afghanen und dort natürlich auch aufgenommen werden sollen. Also man hat eine Einladung an alle Afghanen ausgesprochen und will das dort am Bundesparteitag dann auch noch beschließen. Und warum bezeichne ich das als Irrsinn? Ganz einfach deshalb, weil man ja auch in Wien aus dem Terroranschlag Lehren gezogen haben sollte. Also ich meine, wir haben auch 2020 in Wien einen islamistisch motivierten Terroranschlag gehabt. Und wenn man durch Wien geht und sieht, was sich momentan dort tut und gerade im Bereich des islamischen Extremismus jetzt schon Sache ist, da kann ich es einfach nicht verstehen, wie dann irgendwelche verstrahlten SPÖler auf die Idee kommen, jetzt auch noch den Afghanen sozusagen einen Highway nach Europa und respektive nach Österreich aufzumachen und hier gesicherte Fluchtrouten zu verlangen, die direkt nach Wien führen. Ich glaube, wir haben genug eigene Probleme und vielleicht noch etwas. Die Afghanen sind ein Land oder diese afghanischen Flüchtlinge sind eine Personengruppe, die schlicht und ergreifend zu den mit Abstand kriminellsten in Österreich zählen. Und ganz ehrlich, also warum soll ich jetzt in einer Stadt, wo ohnehin jeden Tag irgendwelche Messerstechereien an der Tagesordnung stehen und wo tatsächlich auch die Sicherheit massiv
im Abnehmen ist. Warum soll ich diese Stadt zusätzlich noch einmal mit afghanischen Bürgern fluten, die nicht einmal mehr in Pakistan akzeptiert werden? Ich denke, dass es übrigens auch nicht eine Sache der Stadt Wien alleine ist, denn schlussendlich macht man mit dieser Maßnahme nichts anderes, als dafür zu sorgen, dass generell Ausländer nach Österreich kommen können, kritische Ausländer, kritische Personengruppe, wo es eben immer wieder zu Terroranschlägen und sonstigen Vergehen, gerade auch im Sexualbereich, kommt. Also die will ich im großen Stil jetzt nach Österreich reinbringen und wie gesagt, die bleiben ja nicht in Wien. Sie müssen ja dann von allen anderen Österreichern auch durchfinanziert werden und es müssen ja Plätze geschaffen werden. Und was die SPÖ Wien sich hier erwartet davon, das kann ich einfach nicht nachvollziehen. Ich halte es einfach nur für hochgradig verrückt, solche Maßnahmen zu setzen. Interessant ist ein weiterer Antrag, der auch zum Parteitag gebracht werden soll, und zwar jener, dass es zu keinen Abschiebungen nach schweren Verbrechen kommen kann. Das ist ja der gleiche Blödsinn wie vorher. Also wenn jemand hier massiv straffällig wird, wenn jemand wirklich ganz massive Straftaten anrichtet und sich dessen schuldig macht, dann gibt es, wenn es nach der SPÖ Wien geht und wenn es dann auch beschlossen werden sollte, beim SPÖ-Bundesparteitag nicht mehr die Möglichkeit, diese Herrschaften außer Landes zu schaffen. Also auch da stelle ich mir die Frage, was sollten hier eigentlich für ein Bild erzeugt werden? Also man wird schwer kriminell in Österreich, macht einen Terroranschlag, bringt Leute um und kann dann nicht einmal mehr aus dem Land ausgewiesen werden. Also was das bringen soll und wem damit gesellschaftspolitisch geholfen ist, das sollten uns die Genossen in diesem Zusammenhang auch einmal genauer erklären. Ja, um das Ganze abzurunden, fordert die SPÖ natürlich auch noch eine Doppelstaatsbürgerschaft für alle Jugendlichen, die aus woher auch immer kommen und dann eine gewisse Zeit hier in Österreich sind. Da soll ein Grundrecht auf Staatsbürgerschaft eingezogen werden. Das heißt, die haben dann eine Doppelstaatsbürgerschaft und sind dann zu gleichen Teilen Österreicher und Mitglieder jenes Staates, aus dem sie dann auch kommen. Also was das bringen soll, ist mir ebenfalls absolut nicht nachvollziehbar. Man sieht also, die SPÖ hat weiterhin eine unglaubliche Sinnkrise. Sie hat weiterhin nicht verstanden, worum es in diesem Land eigentlich geht und vor allem, wo die Sorgen der Menschen wirklich liegen. Niemand in Österreich, und ich glaube, bis auf ein paar verstrahlte SPÖler, wird man mir da recht geben, niemand braucht jetzt eine Kohorte von 1,73 Millionen Afghanen in Österreich. Wir haben ganz, ganz andere Sorgen. Wir haben die Teuerung, wir haben eine eigene Bevölkerung, die mit vielen Entwicklungen derzeit nicht mehr umgehen kann. Wir haben Kriegsschauplätze, wohin man auch immer blicken möchte. Und wir brauchen jetzt nicht auch noch eine afghanische Flüchtlingswelle hier in Österreich. Das ist absolut falsch. Und es zeigt aber eines, die SPÖ weiß einfach nicht, wie sie ihre Politik gestalten soll und wo wirklich der Schuh drückt. Vielleicht zum Abschluss noch eines, weil es auch wichtig ist. Diese Anträge, die hier bei der SPÖ am Parteitag gestellt werden und möglicherweise auch durchgehen, die zeigen schon, in welche Richtung es geht, wenn die SPÖ in irgendeiner Art und Weise wieder Regierungsverantwortung bekommen wird. Und wenn es tatsächlich so ist, wie die ÖVP immer ankündigt, dass sie unter keinen Umständen mit der FPÖ und Herbert Kickl koalieren möchte, dann muss man im Umkehrschluss eines sagen. Dann ist es so, dass wenn man ÖVP wählt, man jedenfalls zumindest zwei Linksparteien mit dazu bekommt, nämlich die SPÖ mit ihren vollkommen gestörten radikalen Zuwanderungsansätzen und auf der anderen Seite dann, weil es sich eben nicht anders ausgeht prozentuell, entweder die Grünen oder die Neos, die auch alles andere als konservativ und bürgerlich sind. Das heißt also, es muss klar sein, nur eine Stimme für die FPÖ ist eine Stimme der Vernunft, für die Vernunft, und eine Stimme für die ÖVP ist eine Stimme für zwei weitere Linksparteien. Das ist es, was man sich dann in der Wahlkabine eben auch mit überlegen muss.